gute Noten mit weniger Aufwand. Das wollen wir doch alle, oder? Im heutigen Video zeige ich dir ganz genau, wie ich das geschafft habe und wie ich aktuell einen 1,0-Durchschnitt habe mit relativ wenig Aufwand. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art und ich wünsche dir ganz viel Spaß erstmal bei diesem Video. Let's go! Die erste Gewohnheit, die ich seit einiger Zeit implementiert habe und die mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich mir vor jeder Stunde einfach mal ganz kurz die Notizen von dem letzten Unterricht angucke. Das hilft mir total, weil ich dann am Anfang des Unterrichts sehr gut performen kann. Bei den meisten Lehrern ist es so, dass die ersten 5 Minuten wirklich nur eine Reproduktion ist, das ganze Stoffes, was man in der letzten Stunde gemacht hat. Das heißt, da wird gefragt, was haben wir denn das letzte Mal gemacht, was könnt ihr nochmal wiederholen und darauf wird dann aufgebaut. Und wenn du dich da schon melden kannst, dann kommst du sehr gut bei dem Lehrer auch direkt an und kannst auch mündlich gut mitarbeiten. Weil ich werde ganz oft gefragt, wie man seine mündliche Note verbessern kann und ich habe dazu zwar auch schon ein Video gemacht, aber das ist ein Tipp, den ich noch nicht gesagt habe, den ich ja wirklich echt sinnvoll finde. Außerdem würde dir das total helfen, im Unterricht mitzukommen. Weil wer kennt das nicht, man hatte eine Woche dieses Fach nicht, hat alles wieder vergessen und muss wieder ganz von vorne anfangen. Das geht mir vor allem in Mathe so, wenn ich vergessen habe, was wir gemacht haben und dann das Thema wieder neu einsteigen muss und wir dann weitermachen, ich teilweise gar nicht mitkomme, weil ich vergessen habe, worum es überhaupt geht. Und deswegen wirklich die Notizen einfach nochmal vor nachlesen, das könnt ihr in der 5-Minuten-Pause davor machen, also dauert echt nicht lang, mal 2-3 Minuten einfach genau gucken, was ihr gemacht habt und schon könnt ihr gut mitarbeiten und kommt auch viel besser im Unterricht mit. Der zweite Tipp ist mir vor allem in der Oberstufe aufgefallen. Und zwar schwänzen ganz viele Leute echt regelmäßig und kommen gefühlt nie zum Unterricht. Und das ist okay, wenn man das machen möchte, aber nicht so schlau, wenn man ein guter Schüler oder eine gute Schülerin sein möchte. Wirklich, zum Unterricht zu gehen, ist so eine einfache Sache und ihr werdet die Dinge einfach viel besser verstehen. Falls ihr mit Absicht schwänzt und dann in der Zeit nichts macht, hilft euch das überhaupt nicht. Einfach zum Unterricht hinzugehen und da zu sein und zuzuhören, hilft euch auf verschiedenen Arten und Weisen. Erstens müsst ihr das alles nicht nacharbeiten, sondern könnt direkt zuhören und das ist eigentlich die allerbeste Klausurvorbereitung. Einfach da sein und zuhören und falls es nötig ist, Fragen zu stellen. Und außerdem macht es auf eure Lehrer einen viel besseren Eindruck, wenn ihr da seid und präsent seid und natürlich ist es wirklich essentiell für eure mündliche Note. Und das bringt mich auch schon zum dritten Tipp, der ist immer zuhören, wenn ihr schon eh im Unterricht seid. Weil ihr müsst ja eh im Unterricht sein und eh dort sitzen in der Zeit, also könnt ihr auch gleich zuhören und die Zeit dort nutzen. Weil alles, was ihr nicht im Unterricht macht und dort nicht zuhört, müsst ihr zu Hause nacharbeiten und das wird viel länger dauern. Weil falls ihr Fragen habt, könnt ihr die nicht mal so einfach stellen, sondern müsst ihr für euch selbst raus recherchieren, was viel schwieriger sein kann, als einfach mal den Lehrer oder die Lehrerin zu fragen. Ohne Spaß, wenn Leute mich fragen, warum ich so wenig lernen muss oder relativ wenig lernen muss, ist das wirklich, weil ich im Unterricht schon alles verstehe. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, muss ich das Ganze nur noch wiederholen, um es zu verinnerlichen und vielleicht einige Beispielaufgaben zu machen, um es zu üben. Aber das Konzept zu verstehen, mache ich alles schon in der Schule und theoretisch, wenn ich ohne zu lernen zu Hause in die Klausur gehen würde, würde ich sie trotzdem bestehen. Da bin ich mir zu 100% sicher, weil ich im Unterricht zuhöre und das ist ja eigentlich die beste Klausurvorbereitung. Der nächste Punkt, den ihr machen könnt, um weniger, aber besser zu lernen, ist es, die schwierigste Aufgabe zuerst zu machen. Kennt ihr das, wenn ihr vor einem Haufen von Aufgaben sitzt und nicht wissen sollt, wie ihr anfangen sollt oder womit ihr anfangen sollt, weil das so viel ist? Ich mache es meistens so, dass ich eine kleine Aufgaben mache, um in den Flow reinzukommen. Zum Beispiel ist es mein Zimmer kurz ein bisschen aufzuräumen, weil dann kriege ich schon ein Erfolgserlebnis und bin irgendwie motiviert weiterzumachen oder ich mache mich kurz fertig, dann habe ich das Gefühl, ich bin gerade in Aktion und kann weitermachen. Aber dann mache ich immer das Schwerste zuerst. Diese Methode nennt man auch Eat the Frog, also den Frosch essen und der Frosch ist immer die schwierigste und blödste Aufgabe des Tages oder eben deiner Lernsession in dem Falle, wie wir das hier gerade besprechen. Das Ding ist dann nämlich, dass du schon das größte Hindernis überwunden hast und weiß, dass es danach nur einfacher werden kann. Ich mache das wirklich gerne, weil ich habe auch zum Anfang meiner Lernsession noch die meiste Energie und die meiste Kapazität, Dinge aufzunehmen und wirklich mich zu konzentrieren. Und wenn ich dann zuerst die einfachen Sachen machen würde und dann 2 Stunden später weiß, Mist, ich muss noch diese blöde, schwierigste Aufgabe machen, hätte ich überhaupt keine Lust darauf. Vor allem bleibt es auch die ganze Zeit im Hinterkopf. Also ich kann mich nie auf Aufgaben konzentrieren und mich dann wirklich entspannen, wenn ich weiß, diese blödste Aufgabe, die kommt noch. Und deswegen esse ich immer zuerst den Frosch. Den nächsten Punkt, den ich euch bei eurer Lernsession mitgeben kann, um besser zu lernen und nicht so lange am Schreibtisch sitzen zu müssen, ist es wirklich, sich zu fokussieren. Natürlich ist das ganz einfach gesagt, fokussiere dich einfach mal, aber das zu machen ist ein bisschen schwieriger und ich habe da auch länger gebraucht, um wirklich meine Methoden rauszufinden. Das Wichtigste ist,
für mich auf jeden Fall, dass ich meine ganzen Ablenkungen wegtue. Das heißt, mein Handy ist immer auf Stumm oder auf Flugmodus oder nicht in meinem Raum, dass ich nicht, ja, das Verlangen habe, darauf zu gucken, wenn eine neue Benachrichtigung reinkommt, weil die sehe ich dann ja gar nicht mehr. Wir alle kennen es, wir gehen auf Social Media, wollen nur mal ganz kurz diese eine Nachricht angucken und verschwinden dann in diesem riesen Internetloch und sind dann vielleicht mehrere Minuten, Stunden da drauf und kommen davon nicht mehr weg. Deswegen ganz einfach Handy ausmachen und gar nicht erst angucken in dieser Lernsession. Des Weiteren würde ich auch empfehlen, alle unnötigen Dinge vom Schreibtisch oder von eurem Lernplatz wegzuräumen, dass ihr euch davon auch nicht ablenken lasst. Weil wenn man lernen muss, dann werden auf einmal die Sachen, die sonst so langweilig sind, total interessant. Und ich kenne das auch, dass ich gerne Aufgaben, die ich sonst aufschieben würde, dann total gerne mache. Wie zum Beispiel aufräumen oder keine Ahnung was, weil ich das Gefühl habe, alles ist spannender als gerade zu lernen. Aber Leute, wenn ihr einmal euch hinsetzt und einfach mal durchzieht für eine Stunde oder für mehrere Stunden, dann habt ihr es hinter euch und ihr habt nicht die ganze Zeit das blöde Gefühl, ich muss es noch irgendwie machen. Weil über eine Sache nachzudenken, dass man sie noch machen muss, ist oft viel schlimmer, als sie eigentlich wirklich zu machen. Und deswegen steht jetzt auf, let's go, zieht durch und dann seid ihr danach glücklich und fühlt euch auch gleich viel besser. Falls ihr mehr dieser Tipps wollt, vergesst auf gar keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren, denn hier gibt es jede Woche ein neues Video mit den besten Tipps zum Thema Schule, Lernen, Organisation und Produktivität. Ich hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.